Ja, schönen guten Nachmittag. Carsten Seidel, Siemens AG. Über unsere Firma muss ich nicht viel sagen, die ist ja jetzt täglich in der Presse, aus dem Bereich Power und Gas. Ich bin da, ja, wir nennen uns jetzt Change Partner. Ja, wie wir hießen, eigentlich offiziell so Lean Program Manager, jetzt nennen wir uns Change Partner. Ich finde es gar nicht so schlecht, ja. Ja, unsere Produkte sieht man hier. Wir bauen alles, was so Gasturbinen, kleine und große Gasturbinen mittlerweile, Dampfturbinen und Generatoren. Ja. Und ich komme aus Berlin. Und ja, von Berlin gibt man auch, sieht man auch relativ viel im Fernsehen gerade aktuell. Ich möchte heute immer ein bisschen was erzählen über unsere Erfahrung des letzten Jahres. Als ich diese Idee zu dem Vortrag hatte, das war auf dem letzten Kata-Praktikertag, da dachte ich, es könnte eigentlich relativ interessant sein, über das Thema mal zu philosophieren, Kata versus Scrum, aber das habt ihr eigentlich schon gerade jetzt gehört, das hat ja mein Vorredner alles schon erklärt. Ich will heute mal erzählen, was wir im letzten Jahr zu dem Thema gelernt haben. Ich habe mich mit beiden Themen relativ intensiv beschäftigt. Was ich heute zu der Frage eigentlich noch, ob das überhaupt eine Frage ist, von der Meinung habe und vielleicht noch eine kleine ja, Inspiration geben für die Kata-Community in der Zukunft. Kata, fangen wir mal ganz kurz mit der Geschichte der Kata an. Wie ging das bei uns los? So, wenn ich mich erinnere, haben wir angefangen 2010 mit dem Thema Kata. Das Buch war gerade so auf dem Markt, so ein halbes Jahr später kam mir das in die Hand und ich wollte Kata anfangen und bin kläglich gescheitert. Kam also zu dem Schluss, bei Siemens geht Kata nicht, das fasst überhaupt nicht zu unserer Kultur. Also mein Zielzustand war, den Tag zu überleben, aber nicht irgendwie ja, zu verbessern. Ich war damals ein Leiter eines größeren Fertigungsbereiches, so ungefähr so ein Werk so von 350 Leuten, ja, und wollte Kata. Wir haben dann 2011 angefangen, ganz kurz die Geschichte der Kata, in ganz kleinem Expeditionsteam, das war für Siemens komplett neu zu dem Zeitpunkt. Ich musste dann relativ schnell, ich war der große Chef, lernen, dass, was das heißt, vorleben oder ja, was das eigentlich heißt, Chef zu sein. Ich wollte eigentlich immer Kata machen, aber ihr sollt Kata machen, ja, und dann gab es jemanden, der sitzt doch hier im Raum, wo ist der eigentlich? Marco? Hier, da ist er. Der hat dann irgendwie mich mal überzeugt, dass das nicht funktioniert, wenn ich nicht selber das vorlebe. Ich hatte dann so meine ersten Erfahrungen mit Coaching, mein erster Coachee, ich erzähle es immer wieder gerne, hat mir als Feedback gegeben, Carsten, ich möchte nicht mehr dein Opfer sein. So waren so meine ersten Coaching-Erfahrungen. Ja. Mittlerweile coach ich einen CEO vom R&D und so, aber so ging das bei mir los. Wir haben dann nach einer Weile in Berlin im Gasturbinenwerk die komplette Fertigung durchdrungen und sind dann, weil unser CEO das gut fand, in die Welt gegangen. Wir haben also, der hat gesagt, das wollen wir jetzt weltweit einführen und haben ein Netz von sogenannten Change Agents ausgebildet über 3 Monate. Das ist hier eine Kollegin aus den USA. Und haben das dann ja, in der ganzen Welt eingeführt, relativ erfolgreich. Sind irgendwann beim Controlling gelandet. Ja, Controlling. Und auch in der Produktentwicklung im Engineering. Ja, als Beispiel. Also einfach nur ganz kurze Geschichte über 4, 5 Jahre Kata. 6 Jahre sind es eigentlich schon. Ja. Die letzten 2 Bilder sind aus dem letzten Jahr. Die sind relativ frisch. Ja. Was haben wir mit der Kata erreicht? Mittlerweile kommen uns viele besuchen, und weil die wissen, wir machen sehr lange Kata und sind, aufs Erste, sind erstmal so ein bisschen geschockt, weil die sehen keine Verbesserungsstoryboards mehr. Bei uns hat sich das Thema Kata verinnerlicht. Also man sieht das eher in den Denk- und Handlungsweisen der Führungskräfte, der Leute. Die sprechen in Zielzuständen, die sprechen über Hindernisse, die wissen, was die nächsten Schritte sind, Lernerfahrungen. Das sind alles Themen, die man da sehen kann. Wir haben auch in 2 Werken über einen Kata-Ansatz, ähnlich wie der Gerd Aulinger uns das heute gezeigt hat, eine Zielentfaltung gemacht und dramatisch Durchlaufzeiten von Gasturbinen reduziert, wenn ich jetzt sagen darf, so ungefähr. Ja, wir waren mal bei so über 25 Monaten auf
unter 10 Monate. Ja, das in 2 Jahren. So, eigentlich alles gut, aber ich wollte ja Cutter und Scrum vergleichen. Ja. Jetzt, warum sind wir eigentlich zu Scrum gekommen oder wie bin ich zu Scrum gekommen? Ja? Also ich bin eigentlich nur gefragt worden, da ich irgendwie als Coach dann irgendwann das doch konnte, ja, nach ein paar Jahren, ob ich solche Scrum-Teams coachen kann. So als ja, Scrum Master nennen die sich bei uns nicht, agile Coaches, ja, ob ich das machen kann. Und ich dachte, ja, Coaching geht, ist einfach, also machen wir. Da bin ich in das Thema Scrum gekommen. Warum haben wir eigentlich mit Scrum angefangen? Unsere Ausgangssituation war ungefähr so eine. Ja, also da in der Mitte der Herr ist der Entwickler, ja, und der hatte im Regelfall so um die 20 Bälle in der Luft. Alle wollten was von ihm. Und er leidete unter einer Krankheit, er konnte nicht Nein sagen. Ja? Und ich weiß nicht, ob das so bei anderen, in anderen Firmen auch so ist. Also der Entwickler konnte nicht Nein sagen. Und das führte natürlich zu so einer Situation. Wir hatten eine ziemlich hohe Anzahl von Arbeit im WIP oder im als Bestand, ja, sagt die Dachen, die Lean-Leute, wir sagen dazu WIP, ja, vor den einzelnen Entwicklern. Das waren alles aktive Projekte, die irgendwie liefen. Wir hatten keine, also fehlende Transparenz. Die Entwicklungszeiten waren unendlich lang. Wir hatten vor allen Dingen auch viel mehr Arbeit vor uns, als wir Kapazitäten hatten. Und wo wollten wir hin? Wir wollten eigentlich dahin. Ja. Wir wollten eigentlich, ja, Lean-Leute wissen, wie man Zeiten reduziert. Wir wollten, der Markt forderte es, extrem viel schneller werden, um mehr als 70% war das Ziel, da sind wir heute noch nicht. Wir wollten eigentlich dazu kommen, dass man also im Prinzip nur noch so viel Arbeit vor sich hat, wie man Kapazität hat. Ganz bewusst die Anzahl der Projekte reduzieren, die laufen und so weiter. Das Ganze, das war eigentlich der Plan. Ja, und wie macht man sowas? Wie macht man sowas? Hat jemand eine Ahnung? Ja, das macht man nicht mit Scrum, ne? Das macht man mit Critical Chain, kann man das machen, mit Critical Chain Management. Und so haben wir auf Portfolioebene versucht, ganz brutal unser Projektportfolio zu kletten und mit Critical Chain so die Ressourcen und die Projekte miteinander in Verbindung zu bringen, dass wir in den Fluss kamen, aber auf Portfolioebene. Und auf Teamebene, da wir der Meinung waren, dass die Leute ja erstmal lernen mussten, an den richtigen Sachen zu arbeiten und unwichtige Sachen liegen zu lassen, haben wir Scrum auf Teamebene eingeführt. Da wir eine verteilte Organisation waren, war das nicht so einfach, das so visuell zu machen, sondern eher, wir haben also versucht, das über solche sogenannte Kanban-Boards auf elektronischer Basis zu machen. Die Software ist LeanKit, wenn das jemand interessiert, was wir da benutzt haben, was wir dafür benutzen. Was haben wir bei Scrum gelernt? Gerade in der Entwicklung. Und dazu hatte ich echt mein Spickzettel. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich da so aufgeschrieben habe. Also wir haben als erstes mal gelernt, wie Teamarbeit geht. Es ist in der Entwicklung nicht sehr selbstverständlich, dass die als Team zusammenarbeiten. Das sind alles Spezialisten, die arbeiten alle irgendwie als Einzelkämpfer. Und also Scrum fordert Teamarbeit als erstes. Ja. Wir haben gelernt, auf die Projekte kurzzyklisch zu schauen. Sieh da Cutter, ja. Kleine Schritte, ganz kurzzyklisch zu schauen. Ich nehme eine Arbeit vor für morgen. Ja, ich erwarte Folgendes. Hat es geklappt, hat es nicht geklappt. Ja, wir haben Transparenz ins Tagesgeschäft geschafft. Hier, das konnte jeder sehen, wo wir arbeiten. Eine rote Karte ist ein Hindernis, ist ein Problem. Eine blaue Karte ist, rote Karte ist ein ganz schlimmes Problem. Blaue Karte ist Problem, aber noch nicht schlimm. Und wir haben uns, sagen wir mal, zum großen Teil von der Krankheit geheilt. Wie war die Krankheit? Nicht Nein sagen können. Gut, Sie sind noch anwesend. Cool. Schon ein bisschen spät heute. Also wir haben einiges geschafft. Jetzt hatte ich ein paar Folien vorbereitet, die
jetzt mal durchgehen, wie Scrum, geht. Haben Sie Interesse daran oder soll ich die skippen? Wer will Scrum sehen? Ganz kurz eine High-Level-Erklärung oder nicht? Niemand, ne? So, wer will es nicht sehen? Die anderen. Schade für die paar. Die ist, also dann springen wir jetzt auf die 17, ja? Chef? Okay. So, jetzt ist die Frage, die wir haben ja schon gerade diskutiert. Welcher Ansatz ist nun besser? Ihr seid alle Kata-Leute. Kram oder Kata? War das wirklich die 17? Nee, das waren nicht die 17, das war die 18. Was ist denn jetzt passiert? Nee, ich wollte nämlich eigentlich noch das zeigen. Das kommt nämlich, die Folie kommt mir gar nicht. Ja, eigentlich noch eine Erkenntnis. Ich wollte noch einen kleinen Augenöffner, bevor wir die Frage stellen. Da darf ich noch mal kurz zurück. Ja. Also mir ist aufgefallen, ich bin ja Kata verseucht und mir kam das Coaching kam mir relativ spannend und einfach vor und die Prinzipien von Scrum kamen mir auch sehr einfach vor. Ja. Die verlaufen eigentlich nach gleichem Muster. Wenn man hier mal guckt, da oben ist die Herausforderung. Ja. Ich hatte deine Folie schon übersetzt, bevor du die heute gezeigt hast. Ja, das ist die Herausforderung da oben. Genau dasselbe passiert eigentlich, wenn man den Backlog definiert. Ja. Was wollen wir eigentlich erreichen? Ja. Als nächstes schauen wir uns an, wo stehen wir heute? Was ist der Ist-Zustand? Wo kann man bei Scrum den Ist-Zustand sehen? Wir sind ja alles jetzt Profis von Scrum. Wo ist das ist nämlich tricky. Wo ist der Ist-Zustand? Der ist da. Ist da das, was wir schon haben. Entweder haben wir schon was abgeliefert vorher, im Sprint davor, oder haben wir noch nichts abgeliefert. Auf alle Fälle ist da der Ist-Zustand und das ist genau dasselbe wie da. Ne? Bestimme den nächsten Zielzustand. Ist das nächste. Und zwar, der kommt jetzt da. Jeder Sprint ist ungefähr, je nachdem, welches Muster man nimmt, 4 Wochen lang. Und am Anfang des Sprints wird genau beschlossen, was wir in 4 Wochen erreicht haben wollen. Das ist genau der nächste Zielzustand. Den wollen wir im nächsten Sprint erreichen. Ja? Also genau das, was wir da machen. Ja, und wo sind die Experimente? Irgendwie da. So, jetzt muss ich nochmal die Frage stellen, die ich stellen wollte. Ach nee, den kommt auch noch, Entschuldigung. Ja, ich bin doch ein bisschen älter. Ne? Es gibt bei Sprint ja noch, bei Scrum noch diese Sache des Sprint Reviews. Was ist das? Was machen wir da? Da checken wir, ob wir den nächsten Zielzustand erreicht haben. Ja? Eigentlich das genau das. Und dann gibt es noch eine Sprint Retrospektive. Die kenne ich bei der Kata nicht so in der Form, ist auch ein anderes Modell. Da schauen wir uns an, ob wir als Team irgendwas zum Verbessern haben, und zwar in unserer Interaktion als Team. Also da wird ganz bewusst auf die Interaktion Teamwork geachtet. Da entwickle ich Teamwork. Ja? Und dann wird auch ein Experiment für den nächsten Sprint, zumindest machen wir das so, festgelegt, was machen wir im nächsten Sprint für Veränderungen, um besser zu werden als Team. So. Also nochmal, Entschuldigung, jetzt kommt die Frage nochmal. Ich habe jetzt genug Zeit gehabt zum Nachdenken. Was ist jetzt der bessere Ansatz? Gibt's nicht, ne? Gut, also ich habe es trotzdem mal versucht gegenüberzustellen. Das war so die erste Idee für diese Präsentation. Wie funktioniert die Wissensgenerierung bei der Kata? Irgendwie über PDCA, ne? Wie bei Scrum? Ähnlich, ne? Die Anwendung, jetzt werden die Spezies sagen, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Wir haben es bis jetzt für Prozesse oder Systemverbesserung angewandt. Ich glaube, ich kann über Kata auch ein Produkt entwickeln. Ja, das geht auch. Scrum ist ganz bewusst gemacht zur Entwicklung eines Produktes aus Kundensicht. Es wird aber heute auch anders angewandt. Ja, ich kenne ein Fertigungswerk, dass ihre gesamten Tagesprozesse mit Scrum plant, arbeitet. Ganz, ganz verrückt, ja. In England. Wie ist der Modus?
Im Regelfall ist eine 1-zu-1-Beziehung der Kata, haben wir gelernt, aber auch bei uns gibt es Rudelcoaching. Wir haben damit experimentiert. Allerdings, da ist der menschliche Faktor, also Fähigkeitsentwicklung, eher ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das ist eher dein Prozess nach vorne bringen. Ja. Scrum? Scrum? Ausschließlich in Teams. Da wird ausschließlich in Teams gearbeitet. Scrum funktioniert keine 1-zu-1-Beziehung. No way, geht überhaupt nicht. Ja. Ganz, ganz wichtig. Durchdringung der Organisation ist auch so eine Sache. Da wusste ich jetzt ohne ganz genau, ob ich jetzt richtig liege. Das ist meine Meinung. Also auf alle Fälle, Kata kann ich auf allen Ebenen machen. Haben wir gemacht in ein paar Werken von oben bis unten, vom Werkleiter bis nach unten, über Coaching-Kaskaden, über Zielentfaltungskaskaden. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass Scrum auf Team-Level funktioniert. Ja. Aber man liest ja über Scrum und solche Geschichten. Ich habe da noch keine persönlichen Erfahrungen. Also wie wir es nutzen, ist genau so. So Unterschied, ne? Fokus Mensch. Ja, also ich bin echt der Meinung, Kata ist eher was zur Fähigkeitsentwicklung eines Einzelnen, eines Menschen oder wenn man dann es in der Gruppe macht, über einer Gruppe von Menschen. Und Scrum ist eine Methode zur Teamentwicklung, Zusammenarbeit. Okay, also das war so eine Annahme, die ich jetzt getroffen habe, wo ich einen Vortrag vorbereitet hatte. Und ich möchte jetzt die Frage beantworten, es gibt keinen besseren Ansatz. Man muss wissen, was man will. Und meine persönliche Erfahrung ist, man kann Kata und Scrum wahnsinnig gut kombinieren, indem man zum Beispiel die Fragen, die bei Scrum gestellt werden, modifiziert, indem man die 5 Kata-Fragen stellt, indem man die Tasks, Deliverables nennen wir dazu, ja, oder Tasks, indem man die mit einem erwarteten Ergebnis versieht. Bei Scrum sagt man da Definition of Done. Ja. So, also keiner der Ansätze ist besser und beide gehören zusammen. Es gibt aber leider ein Aber. Ich wäre nicht ich, wenn ich jetzt aufhören würde. Wenn es am besten ist, hört man. 2 Minuten noch. Ja. Erstmal kurz mal eine Frage. Fühlen Sie sich motiviert mit den. Ihr müsst schneller werden. Machen wir bei Kata bei Scrum. Oder motiviert mit. Die Kosten müssen runter. Ihr müsst Kata anwenden, wollen wir alle. Machen wir jetzt mal ein Programm. Siemens macht immer ein Programm, das müssen natürlich alle machen. Oder sorgt dafür, dass Scrum in eurem Projekt angewandt wird. Wie ist es? Wie ist es? Das ist nicht so richtig motivierend. Wir haben heute über transformelle Führung gehört. Das ist ein komisches Wort, ich muss das noch üben. Ich bin im Ärger. Ja, wir vergessen immer eins, das Bild habe ich ja schon mal gezeigt. Was wir immer wieder vergessen, ist, wir haben da diese Formel. E gleich F mal M mal A, wer kennt die? Die Berater kennen die alle. Ne? Was ist es? Erfolg ist Fähigkeit mal Motivation mal Ausrichtung. Und wo wir glauben, wir motivieren die Leute, wenn wir die über solche Lernzonen führen, so in die über die Wissensgrenzen. Ich fühle mich da nicht ganz so motiviert. Wir müssen irgendwie sowas finden, wo wir uns ein bisschen mehr um das M kümmern. Ja? Und wir haben eben einfach Erfahrung, wir arbeiten jetzt ganz bewusst daran, zum Beispiel entwickelt die effektivste Turbine, baut eure Fabrik, ja, dann kann ich immer noch sagen, dafür muss ich die Kosten reduzieren, holt die Teile von Lieferanten zurück, ja, hängt die Konkurrenz ab oder entwickelt noch nie dagewesenes, irgend so was Verrücktes. Damit kriege ich Herzen adressiert. Ganz kurz ein Fazit, die versuchen eigentlich, Kata und Scrum laufen nach dem gleichen Muster. Es ist relativ einfach, Scrum zu verstehen, wenn man Kata kann. Und Scrum wird durch die Anwendung von Kata noch mächtiger. Aber vergessen Sie nie die Herzen. Und deshalb ein kleiner Tipp für die Kata-Community. Schwenkt auf Herzforschung um, die Gehirne haben wir schon genug erforscht.